viel Autosaved immer. Nein! Du hast die Niederlage gut weggesteckt. Ich wollte es dir nicht zu leicht machen. Schlaf mit einem offenen Auge, so ein Ding ist das. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter. Noch mal machen. Versprochen. Danke, dass du das sagst. Es ist einfach viel auf einmal. Das kann man sagen. Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadougou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Nun, es war nett, mit dir zu reden und sich mit dir zu messen. Ebenso. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Nein, ich will nochmal kämpfen. Nicht warten. Bis ich will nochmal kämpfen. Mal. Nein, nein, Wiederholung. Spiel laden, wo muss ich das Spiel nochmal laden? Okay. Holen Sie die Kugel mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder fallen. Nun stellen Sie es sich wie eine Partie Koboldsteine vor. Aha. Aber statt die Murmeln zu werfen, grüßen Sie die Murmeln. Wunderbar. Komm, roll ein bisschen. Sehr gut, Punkte für Slytherin. Mhm. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Jetzt machst du fertig. Miss Onai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onai, Sie spielen rot, verstanden? Mhm. Ja, Sir. Dann zeig mal, was du drauf hast, ha? Na dann wollen wir mal. Ob sie immer auf 50 landet. Randy, denke ich, ist der 50. Oh, warte mal kurz. Da kam richtig viele Subs rein. Moment. Lass ich kurz das gewinnen und dann. Oh, nicht zu schnell, bitte. Komm, 50. Wichtig. Die brauchen wir. Ausgezeichnet. Konzentration. Konzentration? Ja. Konzentration. Die kicken wir raus. Ja, die 50 wirst du nicht mehr haben. So ein Ding ist das. Na bitte! Na bitte! Mhm. Sehr beeindruckend. Sieh gut zu. Oh nee, die kriegt gleich meine raus. Ja. Oh, das wird jetzt risky. Ach ja. Perfektes Ergebnis. Die Kugeln bewegen sich. Bemerkenswert. Da bin ich jetzt ein bisschen schlecht. Interessant haben wir längst hinter uns. Habe ich keine Ahnung von. Und ich nicht. In der Tat. Ey, ich werde gleich zurück und Slytherin-Nägel mir machen. Ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Na dann los. Ja. Nein! Oh, dann bist du am 5. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen. Ach, hier. Oh, nö! Okay, die 30 nehmen wir auch mit. Genau so. Ah, ich denke zu langsam. Oder zu. Kick die raus. Felix, dann bist du am 2. Genau so wird das. Nicht gerade Standardunterricht, nicht wahr? GG. Nicht, dass es mich stört. GG. Ach, hier. Nein! Anima, danke für die 5 Subgifts. Danke dir. Ich krieg's hin. Ich krieg alles von dir weg. Oh, das wird, das endet gleich. Ah, das wird ein bisschen weggekickt. Okay, ist bei der 40. Okay, folgendes. Wir müssen den einen wieder wegkicken. Lass dich einfach nicht von den anderen nervös machen. Halt der Maul! Du stellst dich ziemlich gut an. Akio! Nein! Wirklich gut!
Das ist der Try, das ist der Versuch. Konzentration. Stimmt, hätte ich ehrlich. Okay, nein, den Junge. Gelesen, Hanni Spielzeug, nicht Hanni Spielzug. Was, what the fuck? Glaub nicht, dass ich es dir jetzt leicht hier werde. Oh! Das war vernichtend. Dann los. Genau so wird das gemacht. Get right. Perfektes Ergebnis. Bemerkenswert. First try. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Da kommt mein Kopf nicht mehr mit. Diese Runde entscheidet alles. Konzentration. Ausgezeichnete Kontrolle. Kicken wir noch aus. Gut zu. Wir müssen. Die 50er muss raus. Oh, schade. Glaub nicht, dass ich es dir jetzt leicht machen werde. Das war knapp, sonst wäre die Kugel weg gewesen. Boah. Ich hab gewonnen. So, get wrecked. Get wrecked. Großartig. Sehr gut. Alle beide. Gute Abend. Get wrecked. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Was sagst du jetzt, hä? Hm? Sehr gut gespielt. Ich muss gestehen, dass ich dich wohl unterschätzt habe. Ja, was soll ich sagen? Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Ich hab's direkt geschafft. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter. Versprochen. Danke, dass du das sagst. Es ist einfach viel auf einmal. Das kann man sagen. Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem vierten Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Diesmal meine nett. Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Dauerte auch Wochen, bis sie besiegt hat. Verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Du kannst ohne Zauberstab zaubern? Oh ja.
Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Okay, wie krass ist das? Es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Ist doch viel besser. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Wolgadu, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Hogwarts Beste. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Natürlich kannst du Accio auf ein Wort. Entschuldigung. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Mhm. Naja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Sie haben sich gut geschlagen und sogar die begabte Miss Onei übertroffen. Ja, easy. Vielen Dank, Professor. Das hat Spaß gemacht. Miss Onei ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professorin sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichtet. Danke, ich habe den 5. auch. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Okay. Revelio. Revelio. Oh, die Musik. Nachdem mein Bruder den Aufrufezauber gelernt hatte, hieß es ständig Accio dies, Accio das. Überall flog Besteck rum. Das war etwas gefährlich. Sind die lebendig oder sind die am Baggen? Ich finde den unten links, den blau-schwarzen, am coolsten. Seht ihr den Schmetterling unten? Den blauen? Revelio. Revelio. Professor Ronan erinnert mich an meinen Großvater. Sehr weise, juckt, aber etwas schräg. Tschüss. Hallo, du bist der Neuzugang, nicht wahr? Oh, wer bist du? Samantha. Hallo, du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Samantha, was soll ich sagen? Es lief super. Schade, dass du nicht da warst. Das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Oh, Samantha, ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Okay, cool. Die Treppen hochgehen. Ja. Revelio. Ja, ist schön. Verschlossen. Das habe ich mir schon gedacht. Ich brauche die Map. Okay. Blue Panda, danke für den Sub und Twitch Prime. Kein Wunder, dass dein Rücken so kaputt ist, wenn du immer so durch die Schule gerollt bist in Real Life. Hey, ja? Schau dir das an. Ich drück auch aus, wir sind die ganze Zeit die falsche Taste zum... Lumos. Dass es dich nicht interessiert, wenn man das Gemälde kaputt machen will. Ist auch wild. Aber wie komme ich nach unten? Ich finde es auch nicht so bad, mit Tastatur und Maus zu spielen. Das kann ich irgendwie besser. Wenn es klingelt, was bedeutet das? Das ist gruselig. Revelio. Revelio. Okay. Der Paivanbrunnen. Die Spitze dieses Springbrunnens im Verwandlungshof ist mit dem Abbild eines Paivans verziert und dient als Ort, an dem Schüler und Schülerinnen sich entspannen können. Trotz gegenteiliger Gerüchte, die möglicherweise von Sir Cadogan in die Welt gesetzt wurden, handelt es sich hier ganz sicher nicht um den Paivan von Vi, der von dem lebhaften Ritter selbst erschlagen wurde. Okay. Keine Ahnung. Hunter, danke für deinen Sub und Twitch Prime. Ich habe gehört, dass du den Valentinstag für uns streamst. Yes!
Das ist meine Katze. Dieses. Dich auch. Was ist denn mit dem jetzt Rauch, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind sie. Ey, die tun mir voll leid. Weil die sind einfach, die werden versklavt ihr ganzes Leben. Die leben eigentlich nur in Sklaven. Die Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von dem Professor Hackett und Ronan. Professor Fig hat ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren sie nochmal? Bei Ruinen? Ich vermute, dass mehr hinter ihren Reisen steckt, als sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Nö. Aber nein, Professor. Aha. Als wollte man einem Spoiler ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich ihre Professoren gebeten, ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit sie schneller vorankommen. Ich bin nicht sicher, ob ich Zeit dafür habe, Professor. Die finden sie schon. Sie werden sicher verblüfft sein, wie viel sie noch lernen können. Professor Ronan wartet gerade draußen, um ihnen ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Von mir aus kann's losgehen. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen. Wie wäre es mit... Wer ist Nettie nochmal? Ah, nee. Nee, wir wollen... Sebastian soll mit uns kommen. Ich möchte mit Sebastian gehen. Sehr schön. Mr. Cello ist ein fähiger junger Zauberer und kennt die Gegend. Mhm. Er sorgt dafür, dass ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Scherben begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Es gibt keine Beziehung im Spiel. Ey, die soll nicht Single sein. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Aber wobei, Beziehung muss ja nicht sein, oder? Also, technisch, Sebastian hat den Magic Stick. Alter. Matthew, dein Reserve im fünften. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Mhm. Und ich sag immer, der Prime ist kostenlos. Deswegen auch mal ein Prime da lassen. Oh, wer bist du denn? Oh, schade, kann ich mit dem reden. Josh, dann würde ich sagen, 11. Hat irgendwas geklingelt. Revelio. Die denken sich auch so, was geht bei der? Ich mache hier einen auf. Sie? Komm. Kennen Sie mir vielleicht einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Ja. Ein wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der das ist keine Kette, das ist eine Bauchkette eigentlich. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte es nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um ihre Zauberkunst zu verfeinern. Wie werden die eigentlich alle bezahlt? Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Ich muss was machen. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Ey, Mann! Ich muss nur eure Schmutzarbeit machen. So ein Ding ist das. Hier bin ich richtig. Wo ist nur die fliegende Seite? Ah. Geschafft. Null. Patrick, danke für dein Sub mit Twitch Prime. Hier muss irgendwo eine fliegende Seite sein. Klasse.
Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben... Ich habe die Aufgaben Sag erledigt, doch. Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich die offensichtlich aus. Die dürfen im Gegenzug da wohnen. Das war's. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Matteo, denken dann Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, okay. Sir. Denken Sie daran. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Wir sind so gut. Nein, Slytherin, der Hut hat sogar Slytherin gesagt. Der Test hat zweimal Slytherin gesagt. Einmal. Genau so, sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Gerne. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Reset. Reparo. Wow. Okay. Reparo. Oh, die sieht echt nicht so happy aus irgendwie. Sie sieht traurig aus. Was macht er da? Schloss auf Stufe 2. Okay. Ich würde jetzt gerne meinen Zauberstab will ich haben. Kobold-Artefakt. Hörner wie dieses wurden von Kobolden während des Koboldaufstandes von 1612 verwendet, um Truppen zu sammeln und den Hexen und Zauberern mächtig auf die Nerven zu gehen. Dieses Horn wurde nach dem Ende der Rebellion hinter dem Wirtshaus Eberkopf gefunden, vollgestopft mit Gorgonzola-Stücken, vermutlich um es zu dämpfen. Wild. Hüpft, als hätte ich Taranta Legra abbekommen. Das Hallo, so Jungs. Peinlich. Nein? Okay. Schade. Er hat sogar. Er war so. Nein, verpiss dich. Na, sie anwenden. Sebastian! Juhu! Annalena, dank für dich am dritten. Mein neuer Immer wieder Schützling. Schön, hier zu sein, wichtig. Ich Marin, dank für dich am fünften. Ich bin gar ein paar Dinge und ich soll dich deshalb nach Hogsmeade begleiten. Ist das dein erster Besuch im Dorf? Ja. Seitdem ich hier bin, habe ich Hogwarts nicht verlassen. Aha. No, dann will ich mich bemühen, dich mit dem Ort bekannt zu machen. Hogsmeade ist ein charmantes kleines Dorf, selbstversorgt. Dort sollten wir alles finden, was du benötigst. Wollen wir? Das Game ist mega Twister, ehrlich. Ich bin froh, okay. Dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Ich auch. Danke übrigens. Nett, glaub ich. Natürlich. Du bist die Einzige, die mich im Duell besiegt hat. Ich denke, ich sollte dich lieber im Auge behalten. Mhm. Oh. Hier kann man gut. Bei Merlins Bark da, aus dem verbotenen Wald. Ups. Was ist denn? Schau selbst. Beeindruckend, oder? Das sieht man wirklich nicht jeden Tag. Was denn? Revelio. Wie witzig. Mein Merlins Bart. Man sieht null. Ich dachte, der meint die Tulpen. Weil die so. Revelio. Bei Merlins Bart. Warum sagen die das alle? Ich bin so verloren. Nein! Ist in der Luft was rumgeflogen? Bei Merlins Bart. So schöne Tulpen. Hinter mir? Ah, da oben. Oh, oh, scheiße. Da waren zwei Greife. Sehen die aus wie Drachen oder was? Oder meinst du hier so eine Eule? Nein. Was ist denn hier los? Revelio. Hm.
meint ihr? So ein Seidenschnabel? Oh! Schon gesehen? Jeder hat ihn gesehen, außer ich. Links siehst du den verbotenen Wald. Schüler haben dort keinen Zutritt. Daher der Name. Richtig. Sie halten ihn für zu gefährlich. Aber Sebastian, ich finde, hast du nicht gesagt? Mehr Vertrauen in unsere defensiven Fertigkeiten haben. Aber du hast doch mal gesagt, wir treffen uns am verbotenen Ort, ne? Sieht man schon Hogsmeade. Im verbotenen Wald? Du nicht? Morgen 17 Uhr? Hattest du schon Gelegenheit, das Schloss zu erkunden? Ein wenig. Es ist gewaltig. Das stimmt. Ich bin schon 5 Jahre hier und stehe immer noch am Anfang. Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken. Aha. Irgendwas, was du mit uns teilen möchtest? Revelio. Irgendwann vielleicht. Ich kann dir schlecht all meine Geheimnisse verraten. Hm? Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie... Oder er muss mir einen Zauber zeigen und ich verstehe ihn nicht. Ich fand kannst du mir zeigen, wie ich den Zauberstab halte? Etwas ich verstehe das nicht. Aber ich nehme an, dass die meisten Revelio. Menschen gar nicht sehen. Aber du kannst sie sehen. Leider. Aber du selbst hast auch schon einiges gesehen. Vor allem diesen Drachenangriff. Hoffentlich verläuft dein restliches Jahr ruhiger. Was ist das für eine Weltreise eigentlich? Dieses Jahr echt weit weg anscheinend. Ich will dieses Jahr alle besuchen. Was, Mr. Moon? Ein Dummy. Oh, Geist. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Da bringt mich irgendwo hin und zieht mich ab. Er ist halt echt so. Was der in seinen Kürbis hat. Ich sammle hier auf den Spandalos. Wohl zu viel davon. Ich habe Mr. Moon noch nie so erlebt. Mr. Moon ist recht eigen. Dieser Umhang Meine ist Schwester cool. Schwester Anne mag ihn, aber ich finde, er könnte sich als Hausmeister mehr Mühe geben. Oh, ist deine Schwester auch in Slytherin? Ja, besser gesagt, sie war es. Zurzeit ist sie krank, aber sie wird schon bald nach Hogwarts zurückkehren. Oh, die Safe so ein Böser, kann das sein? Numi, denk wieder in seinem Twitch Prime. Boah, wie cool sieht das aus. Ah, Katze! Ehrlich, wenn man die Magie dieses Ortes abfüllen könnte. Revelio. Oh. Lol. Ich krieg keine Luft. Seridwens gefährliche Kessel. Dieser wackelige Stapelkessel vor Seridwens Laden wirbt für die Waren darin. Es ist übrigens nicht ratsam, Kessel auf diese Weise zu stapeln. Es mag zwar auffällig sein, hilft aber nicht unbedingt beim Brauen wirkungsvoller Zauber und Tränke. Revelio. Was geht bei der? Ich glaube, die ist tot. Geht die Augen auf. Also, wie machen wir es? Weasley meinte, du hast eine Liste mit Dingen, die du brauchst. Einen Zauberstab zum Beispiel? Ja. Zauberstab, Tier, dich? Anweisungen und Zaubertrankrezepte. Okay, perfekt. Bin gespannt auf deinen neuen Zauberstab. Und eine kurze Liste lässt dir genug Zeit, um den Ort zu erkunden. Ich muss kurz in einen Laden und was für meine Schwester holen. Komm zum runden Platz, wenn du fertig bist. Nein, lass mich nicht allein. Oh, er ist einfach einer, der einen allein lässt. Pass. Das ist es nicht. Und ab in die Bar. Ich will einen Zauberstab haben. Revelio. Ollivanders Zauberstabgeschäft. Zauberstäbe aus verschiedenen Hölzern und mit allerlei Flexibilität, jeder mit einem von 3 magischen Kernen, suchen sich ihren Besitzer in diesem gemütlichen, unübersichtlichen Laden aus, der von dem freundlichen und sachkundigen Gerbold Ollivander geführt wird. Die Familie Ollivander ist seit 382 Jahren vor Christus als Zauberstabmacher tätig und gilt als die beste Großbritanniens, wenn nicht sogar der Welt. Tschüss! Ich will mich auch so malen lassen. Ich will irgendwas Cooles anhaben, was so ein bisschen altmodisch aussieht, dann will ich auch so gemalt werden. Was macht er da? Ah. Guten Tag. Ich suche... einen neuen Zauberstab, ja. Ich will nicht fotografieren lassen, ich will mich malen lassen. Ja, ich... Malen. Nächste Zeit? Sie sind doch neu in unserer 5. Klasse, der wird auch dick Geld in die Hand nehmen für. Was rede ich? Natürlich sind sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Hi. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Oh mein Gott, ich bin gespannt, welchen Zauberstab kriege ich. Wirklich? Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Einfach Zauberstab hinterm Ohr wie eine Zigarette. Ja. Foto könnte man mal lassen. Nee, ich will, dass das so sitzt und wird gemalt. Könnte gehen. Nicht von einem Foto. Hier, probieren Sie den.
Weiß ich nicht. Na los, schwenken Sie. Oh. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Der ist es nicht, der ist es nicht. Der ist es nicht. Ollivander, nein. Vertrau mir. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Geile Idee, sich mal zu lassen, ja. Ich weiß nicht, wo man sowas findet. Wir finden aber ich werde es am Loggen, das wird witzig. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13,3 Viertel Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Ha. Ach, hey. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Dass sie so viele Zauberstäbe haben. Das ist cool. Doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Und das alles wo so ein bisschen messy ist. Vielleicht du? Ah, da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Eins zu eins wie bei Universal Studios. Tschüss. Der sieht nicht schlecht aus. Holzart, Weide, Einhornhaar. Geschmeidig, 10,5 Zoll. Wirklich interessant. Faszinierend. Ach, ich kann alles anpassen. Das Haar eines Einhorns, das als Zauberstabkern dient und bekanntlich beständige Magie erzeugt. Die Feder eines Phönix, die als Zauberstabkern dient und eine große Bandbreite an Magie erzeugen kann. Drachenherzfaser, die als Zauberstabkern dient und bekanntlich mächtige Magie erzeugt. Also ist eigentlich Phönixfeder einfach am besten. Oder was ist das Geilste? Ändert das wirklich nichts am Gameplay? Also ich sag euch ehrlich, Zauberstabmäßig finde ich, sieht der cool aus. Ich würde aber auch... Faszinierend. Den hier fühlen. Ich weiß nicht, den finde ich auch cool. Den aber auch. Der hat was. Aber ich fühle den. Wirklich interessant. Leicht gecurlt. Den nur in hell, aber den so. Ganz links. Faszinierend. Aber guck mal. Das Ding ist, mir wurde dieser angezeigt. Also mir wurde genau so der Zauberstab gegeben. Soll ich den so nehmen, wie ich den bekommen habe? Oder soll ich den wirklich ändern? Kann ich nochmal einen aussuchen lassen? Jeder hat den bekommen. Achso. Ja, okay. Wenn jeder den gleichen bekommt, ist das ja Schmutz. Der vierte ist Elderstab von Rubisch. Nee, nicht jeder bekommt denselben. Aber es gibt wahrscheinlich so eine Kategorie oder so eine Variation und Sachen, die fast jeder gleich bekommt. Ein Stab mit Drachenherzfaser ist sehr mächtig und lernt schnell. Ah, die Phönixfeder. Außergewöhnlich selten und ein Kern mit einem Hang zur Initiative. Erklär mir das damit. Ein Zauberstab mit Einhornhaar ist sehr zuverlässig und seinem Besitzer treu. Wow, das sieht aus wie ein Lena. Faszinierend. Falsche Biegsamkeit. Wieso? Unbending Flexibility. Unnachgiebig stimmt, aber es gibt zweimal unnachgiebig, ne? Was meinen Sie? Ist es. Boah, der sieht in Schwarz aber auch krass aus. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Boah, der sieht krass aus. Leicht gedreht. Na, wie hat sich das angefühlt? In Black sieht cool aus. Anders. Ich habe etwas wie ein Auffallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, was wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn ausprobieren. Natürlich. Und ein Phönix-Federkern ist schrecklich wählerisch. In der Tat eine ausgezeichnete Wahl. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Aha. Wichtig. Und jetzt brauchen wir ein Tier noch. Danke dir, Ollivander. Das ist nicht cool. Oh, Entschuldigung. Revelio.
Was soll das denn? Was habe ich bekommen? 30, ich habe das nicht mal gesehen. Wo sieht man das? Und mein Zauberstab leuchtet so ein bisschen vorne gelb. Revelio. Reparo. Oh, fuck. Falsche Taste. Ey, ich drück doch 4. Nein, ich bin Slytherin. Ich bin kein Hufflepuff. Was darf das zu sagen? Warum bin ich Hufflepuff, hä? Warum? Ah, doch. Richtig. Oh. Das war aus Versehen, das hat funktioniert. Revelio. Revelio. Also, alright, I'm a head out. Revelio. Revelio. Gummo, ich mach nur die Tür auf. Holzbrille mit Gestell. Ja, das ist ein Träumchen. Was ist das da? Entschuldigung. Bin nur hier für den Free Stuff. Revelio. Wie mache ich die auf? Reparo. Revioso. Lumos. Boah, das Geräusch von Lumos. Entschuldigung. Wieso komme ich da nicht rein? Und Ben, dann kriegst du den dritten. Okay, warte. Suche die Wälzer und Schriftrollen. Oh Gott, was ein lese ich da? Neugieriger Geist. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen halt so für Professor Weasley abholen. Mathildas Schülerin also. Dachte ich mir, dass sie vorbeikommt. Ja, Schrecken. Ich bin der Eigentümer. Das habe ich mir gedacht. Thomas Brown. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Aha. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex. Aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran. Dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Ich denke schon. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Schauen wir uns mal an, was Voldemort wir haben. Voldemort und Snape sind Slytherin. Ja, aber ich meine zum Beispiel von der jüngeren Generation, so Draco und so. Ich fand, die wurden schon mal als Lappen irgendwie dargestellt, oder nicht? Oder wie fandet ihr es? Ich habe mir nie so gedacht, boah, Alter, der ist strong. Okay, Vorräte. Zauberanweise im kleinen Schwellen perfekt geeignet und alle Bauwünsche zu erfüllen. Pflanztisch mit kleinen Topf zu beschwören. Mit dem Topf kannst du viele nützliche Zauberpflanzen zwischen. Nee, ich will den Trank. Kannst du beides kaufen? Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Ich hab gar keinen Cash. Die haben halt Slytherin immer dumm und ignorant dargestellt, ja. Okay, cool, dann waren wir jetzt hier und jetzt müssen wir. Dahin geht's jetzt. Was ist denn schlimmer an Snape? Nicht, Snape ist cool. Snape ist echt cool. Willkommen bei der Kippis. Super, eine Maske. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Mhm. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wild. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich. Ich brauche ein paar Rezepte. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt.
Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Die Maske macht einen unsichtbar. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Teststärke 2 Trinke im Regal. Ich biete fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Gerne, I guess. Wie kann ich heute behilflich sein? Naito, danke dir. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Ich hab oder kein kommen Cash. Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Oh, also ich will, du lockst mich mit Preisen. Ich habe die nicht. Die sind jenseits von Gut und Böse. Also das ist echt. Also frech. Wer hat denn das Geld dafür? Hier, mehr. Revelio. In welchem Haus bist du? Reparo. Im richtigen Haus. Revelio. Aha. Der magische Rübenkarren. Dieser Karren gehört Timothy Teasdale, dem Inhaber der magischen Rübe. Er genießt es, mitten im Geschehen zu sein und sich vor dem Laden mit Kunden zu unterhalten. Synchronsprecher. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Ey, das Mann, sind dann jetzt kommt Sie. Hier auch mit eurem Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als ein großes Abenteuer. Bravo. Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Schau dir doch an, Sehen was ich sonst noch... Nein, stopp, es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Gut, das ist alles. Mach einen besseren Preis, Sebastian, ne? Sebastian suchen. Wie ziehe ich mich um? Das Buch aufschlagen und dann auf die Rüstung. Okay, warte. Frau war das Buch. Wo ist die Rüstung? Ausrüstung. Ja, nee, das ist es nicht. Aber da steht nicht, dass es mich unsichtbar macht. Woher weiß ich das? Ist das dumm? Und jetzt bin ich unsichtbar. Ah. Okay. Lass die Unsichtbarkeit erstmal los, dieser. Scheiße, ich bin so verwirrt. Oh mein Gott, Escape, bitte, ich muss hier raus. Ist nix. Oh, was geht, Großer? Hier ich habe alles, was ich brauche. Perfekt. Ja. Hast du alles für deine Schwester bekommen? Das habe ich. Dann steht uns die Welt jetzt offen. Mal sehen, was wir sonst noch anstellen können. Sebastian. Irgendwas passiert hier gerade. Oh no. Boah, der muss Fußnägel machen, der Kollege. Bombarder! Oh. Lauf dich von den Häusern weg! Lauf uns in Luft! Lockt die den gerade nicht zu den Häusern? Und Haus kaputt. Falsche Taste erstmal gedrückt. Okay, Großer, jetzt geht's ab. Verfremdung! Oh. Ups. Schwächen wir ihn denn überhaupt? Levius, weiter!
Ewig hält er das nicht aus. Oh. Welche Taste war nochmal das Schild? Oh mein Gott, ja. Konflinko! Oh, geh. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ey, Mann. Bombarda! Bombarda! Lockt ihn von den Häusern weg! Raus aus dem Dorf! Die Stimme kommt mir super bekannt vor. Der hat mich nicht gesaved, ist halt echt so. Schwächen wir ihn denn überhaupt? Oh, weiter so! Nein, was mache ich da? Was drücke ich? Oh mein Gott, I'm so sorry. Kollege. Nein, falsche Kill, ich habe Reparo. Ey, Mann. Ich wollte zwei drücken. Ich bin gar nicht. Mir? Oh nein, noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt, nein, geschah alles Troll. Sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zur Aurorin. Was ist wenn eine Aurorin? Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Oh, okay. Jetzt. Reparo. Oh, hallo. Haben Sie vor? Zum Glück haben Sie nicht. Ich schaue mal, was wir finden. Reparo. So gut wie neu.
Oh. Sorge gegen. Ah, der Typ hat mich kaputt gemacht. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Revelio. Alte Magie hab. Mein Charakter, der ist fully, der ist krass. Ich hab den heftigsten Charakter. Mr. Hill spricht in höchsten Tönen von dir. Okay. Riesenknechtspuppe. Im Gegensatz zu den verzauberten Puppen, die von Schülern für Duellübungen bevorzugt werden, dienen die Puppen bei Besenknechts nur dazu, die neueste Zauberermode zu präsentieren. Klamotten! Geil! Humor, ich nehme das mal. Das war... der Rock ist mir zu lang, bin ich ehrlich. Imagine, sein Gold und ich rip den gerade komplett weg. Revelio. Revelio. Bin ich jetzt unsichtbar? Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen ein Orden des Merlin hätten sie verdient. Aber ich kann ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Bitte. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben zum Dank für Ihre heutige Tat. Nein, Sir, das kann ich nicht annehmen. Natürlich. Danke, Mr. Hill. For sure. Das ist sehr großzügig von Ihnen. Wo ist die Pulle Vita-Welt? Ich habe leider kein Vita-Welt. Das ist doch das Mindeste. Probieren wir das hier doch mal an. Sollen die mal Himbeere Vita-Welt zuschinken und so eine Palette? Komm. Wir haben heute viele Wachen. Lassen Sie sich Zeit. Oder die Großen. Sie werden nicht enttäuscht sein. Oha. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Ich finde, wir haben uns ein Butterbier verdient. Meinst du nicht? Dann vergesse ich vielleicht, dass ich fast zu Trollfutter wurde. Da bin ich ganz deiner Meinung. Perfekt. Die drei Besen sind gleich hier lang. Saufen! Ich verkaufe noch mehr kampftaugliche Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden um. Revelio. Revelio. Jetzt, hä? Okay, also. Verdammt. Schreiberlingskatzen. Diese Katzen halten sich in der Nähe von Schreiberlings Federladen auf. Vielleicht sind es die Federkiele, die sie anlocken, oder die Leckereien, die die Besitzerin oft für sie übrig lässt. Either way, she's cute. Okay. Katzen machen ist es auf jeden Fall nicht. I have to go.